Okay, weiter geht's. Solche Versager, die habe ich so leicht besiegt. Wie können sie uns in einem Spiel herausfordern? Was ist daran so schlimm? Das kann doch jeder. Das ist doch gar kein richtiges Team. Was ist mit dir passiert, Bob? Erkennst du mich nicht? Wir sind Freunde. Freunde? Dass ich nicht lache. Bald werden wir so mächtig sein, dass wir Würmer wie euch... Was? Was ist los? Hey, wartet! Was geht hier vor sich? Jetzt kommen die... Ich hoffe, euch hat unser Anfang gefallen. Es ist so einfach, die Gedanken der Schwachen zu kontrollieren. Was meinst du mit kontrollieren? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Wer seid ihr? Antwortet! Wir haben keine Zeit, uns mit euresgleichen zu unterhalten. Außerdem habt ihr sowieso keine Chance gegen uns. Wartet! Sie sind verschwunden. Wow. Habt ihr das auch gesehen? Oder spielen meine Augen wieder einen Streich? Sieh mal da, Mark. Herr Sweet. Sie sehen aus, als wären sie verletzt. Geht es Ihnen gut? Herr Island. Herr Bilder. Geht es Ihnen gut? Beiden gut, meine ich. Wenn selbst die alten in Summer 11 so schlecht dastehen, dann muss die Lage wirklich ernst sein. Was habe ich getan? Ich habe zugelassen, dass sie... Mark, es tut mir leid. Wir haben es nicht geschafft. Wir konnten die Schule nicht retten. Die Schule retten? Aber von wem denn? Was ist passiert? Geht der eigentlich oder was macht er da? Herr Firewall. Geht es Ihnen gut? Aliens. Was sagen Sie da? Aliens? Ja, Aliens. Wir wurden von Aliens angegriffen. Aus dem Weltraum. Was geht hier vor sich? Wir sind viele Lichtjahre gereist von einem fernen Planeten namens Alias. Wir haben eine besondere Methode ausgewählt, um den Völkern eures Planeten unsere Macht zu demonstrieren. Diese Methode ist... Fußball. Oh... Auf eurem Planeten wird auf dem Fußballplatz entschieden, wer der Stärkste ist. Erdlinge, sagt euren Fußballspielern, dass sie uns beim Fußball schlagen müssen. Oder wir werden alles Leben auf eurem Planeten auslöschen. Oh, unerhört! Was denkt ihr, wer ihr seid? Ihr wollt wissen, wer wir sind? Nun gut, dann nennt uns bei unserem Namen. Wir sind... Die Alias Academy. Oh, was? Ganz zum Glück kenne ich die Story und das mit Weltzerstörung und das mit dem Planeten Alias. Da gibt es einen Grund dafür, warum die so sind. Und ach, das kommt doch später in der Geschichte, glaube ich, auch raus. Ich hoffe mal. Oder die haben so eine Story gemacht, dass es wirklich sowas gibt. Ich sag mal nichts und ich lasse euch einfach über selbst nachdenken. Ich glaube, es gibt unter euch, meinen Zuschauern, auch Inazuma Fans wie ich, die das schauen. Yay, Forever in Inazuma. Und sehen wir. Jetzt kennt ihr die ganze Geschichte. Ich kann es nicht glauben. Also gibt es Aliens wirklich. Ich wusste es. Oh nein, wie schrecklich. Furchtbar. Ich ertrage es nicht. Ich erschieße mich. Yay. Ich muss dringend aufs... Die Toilette. Ja, klar. Wissen Sie, wo mein Vater ist?
Ach ja, richtig. Er erwartet euch alle an einem geheimen Ort. Kommt mit mir mit. In meinem Keller. Ach ja, der Trainingsplatz, ja. Oh nein, der Eingang zum Inosuma-Trainingszentrum ist verschüttet. Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass der Geschäftsführer da drin ist. Ja? Nein! Captain! Ah! Oh. Es hat keinen Zweck. Es gibt nicht nach. Dies ist die einzige Möglichkeit, um nach unten zu gelangen. Was soll er tun? Hey Mark, sieh mal, was die Aliens mit unserer Schule angerichtet haben. Wenn die so viele zertrümmert haben, dann finden wir vielleicht irgendwie einen Loch, durch das wir ins Trainingszentrum gelangen können. Aber natürlich, die Schüler werden im Röstteil des Geländes in der Nähe des Clubhauses zusammengerufen. Man sollte sich dort mal umhören. Vielleicht weiß einer der Schüler etwas. Alles klar, gute Idee, Herr Direktor. Hey, alle zusammen, lasst uns losgehen. Wartet. Lasst mich nicht alle... ich wollte sagen, dass ich wohl besser mit euch kommen sollte. So ein Feigling. Was? Da haben sie natürlich recht. Herr Firebill, Sie wollen doch nicht etwa davor stehen, um sich im Trainingszentrum zu verstecken, oder? Was willst du damit sagen? Ich möchte lediglich sicherstellen, dass es dem Geschäftsführer gut geht. Meinen Arbeitgeber. Ja, ist schon klar. Wir glauben Ihnen ja, Herr Rektor. Captain, wir sollten uns auf den Weg machen. Hoffentlich wurde das Clubhaus nicht komplett zerstört. Wir können nur noch hoffen. Und Nelly? Vater! Ich werde erstmal alles hier... Hey Mark, da ist doch gerade etwas in der Nähe eures Clubhauses zusammengebrochen. Ich glaube, ein bisschen Schutt hat sich gelöst und ein Loch hat sich in den Boden aufgeschlagen. Ah, okay, wir müssen zum Clubhaus. Aber erstmal die Truhe eröffnen. Ah, Elan-Punkte, ja, um zum Leveln. Stimmt. Ach, nee. Aliens. Das ist so gruselig. Mark, wird unsere Schule das hier alles gut überstehen? Wenn ich weiter darüber nachdenke, wird die Erde das überstehen? Ja, wird sie. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Milch. Onigiri. Und du? Positiv betrachtet müssen wir so früh, so für eine Weile keine Klassenarbeit mehr befürchten. Oh, das war wohl etwas unangebracht. Ja, war es, Dummkopf. Da liegt eine riesen Schutthaufen neben eurem Clubhaus. Vielleicht kann das uns... Ah, okay. All diese Zerstörung. Es grenzt an eine Runde, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Oh nein, ich komme nicht in die Schule. Aber ich habe doch meine Tasche vergessen. Ob er nichts Besseres zu... keine andere Sorgen hätte. Einer erzählt ihm gerade, die Welt wird zerstört und er macht sich Sorgen um seine Tasche. Na klar, warum nicht? Wenn man keine anderen Sorgen hat. Mineralwasser, und du? Ich komme nicht in die Sporthalle, dabei steht doch gerade ein Kurs. Ihr habt echt eure Sorgen hier. Alice Academy. Ja, Academy. Klar. Ich kenne die Wahrheit, aber ich sag euch das nicht. Sonst habt ihr keinen Bock mehr, das so weiter anzuschauen. Zerstörung pur. Und Ruhe. Unser Clubhaus. Ah, unser Clubhaus. Alles kaputt. Offensichtlich konnte es einem solchen Angriff nicht standhalten. Das Clubhaus war kein Schmuckstück, aber es in so einem Zustand zu sehen. Captain? Super Saiyajin! Damit kommen die nicht durch.
Sie verletzen die ehrwürdigen alten Inazuma 11-Spieler. Sie stören unsere Schule. Das alles lasse ich nicht auf keinen Fall durchgehen. Hark, wir können hier nichts tun. Wir sollten jetzt einen Eingang zum Trainingszentrum finden. Genau, hören wir uns hier mal um. Vielleicht können wir etwas Erholendes finden. Ich weiß, was wir machen müssen. Ihr müsst nichts herumfragen. Ich habe bestimmt von unterhalb des großen Schutthaufens neben eurem Clubhaus gehört. Oh, Mann, ich denke, du sollst mal anschauen. Ich meine, es ist euer Clubhaus. Pflicht an den Schutthaufen gibt es keinen Vorbeikommen. Ich werde es nie bis zum Baseballfeld schaffen. Danke für die Milch. Ich bin gerade erst zu dieser Schule gewechselt und habe eigentlich gehofft, eine Zeit lang im Mittelpunkt zu stehen. Warte, konnte man nicht Kamera irgendwie wechseln oder so? Ach, doch. Wusste ich doch. Ah, okay. Die Musik ist schon traurig. Was macht ein Hühnchen hier? Aliens sind unter uns. Gacka, gacka. Die Schule ist zerstört. Und die Hühner sind entkommen. Ich bin allergisch gegen Hühner. Was soll ich nur tun? Du hast auch nichts anderes zu tun, ne? Frische Stollen. Mein Auto, mein schönes neues Auto. Haben die Aliens überhaupt eine Ahnung, wie teuer das Auto war? Verflixte Aliens. Ganz ehrlich, diese Leute sind behindert, ganz ehrlich. Aliens, das ist ja wirklich ein Science-Fiction-Film. Müsli-Riegel. Was wollen diese Aliens vor uns? Warum zerstören sie unsere Schule? Haben sie doch gesagt. Da hat wohl jemand nicht richtig zugehört. Ja, jetzt gehen wir mal zum Schutthaufen. Hey, sieht noch jemand das große Loch im Boden hinter diesen Trümmern? Was? Das soll ein Loch sein? Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aus dem Weg! Ist klar! Was? Stufen? Hier? Na sowas! Sie führen unter die Erde, also gelangen wir dort vielleicht ins Inazuma-Trainingszentrum. Möglich! Unter die Erde? Das klingt gruselig! Ich hab gar nicht gerne gruselige... Was? Ach, habe keine Angst! Die Dunkelheit ist dein Freund! Ah, Jin, wo kommst du denn her? Hehehehe. Also gut, gehen wir unter, Leute. Der war ja der Emo unter den ganzen Leuten. Ah, der Detective. Ihr habt es also geschafft. Herr Smith, was machen Sie denn hier? Das können wir nachher besprechen, Mark. Sonja wartet euch drin. Mein Vater ist... Was? Was ist dort drin, Herr Smith? Ihr werdet es schon sehen. Wenn ihr erst mal drin seid. Aber zuerst muss ich euch leider alle durchsuchen, bevor ich reinlassen kann. Uns durchsuchen? Ja, ich muss sicher gehen, dass ihr keine Wanzen trägt. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Es tut mir leid, aber bei einem so geheimen Ort wie diesem ist das leider notwendig. Bitte stillhalten. Ah! Und bei den Mädchen, was machen die bei dir? Sie guckt zu. Mein Trainingsanzug. Ganz zerknittert. Den hatte meine arme Mama gerade erst gebügelt. Und meine Frisur. Ganz zerzaust. Du hast ein Afro, Mann. Wissen Sie, wie viel Arbeit da drin steckt? Es tut mir leid, aber diese Unannehmlichkeiten sind unvermeidbar. Ihr seid sauber, gehen wir rein. Und wir sehen uns im nächsten Part.